Wir gucken das neue Tomatolix-Video. Falls ihr beim letzten Mal nicht dabei wart, Tomatolix ist auf einem Containerschiff stuck. Alright? Und es ist das passiert, was noch nie passiert ist. Tomatolix hat einen Zweiteil hochgeladen zu dem Thema. Und beim letzten Mal, wie gesagt, ging es nicht weiter. Heute geht's weiter und ich freue mich sehr. Let's go. Heute ist der Wellengang richtig heftig. Hier wurde gerade ein Alarm ausgelöst. Ich bin sehr gespannt. Jetzt geht's in das Rettungsboot. Ab zur Titanic. 400 Meter lang, 61 Meter breit, über 23.600 Containerkapazität. Das ist die Hanoi Express, eins der größten und modernsten Containerschiffe der Welt. Und auf dem fahre ich eine Woche lang mit, um herauszufinden, wie so ein Containerschiff eigentlich genau funktioniert und wie das Leben hier an Bord abläuft. Das hier ist übrigens Teil 2. Schaut euch unbedingt auch den ersten Teil an. Haben wir schon gemacht. Guten Morgen, wir haben kurz nach 6, das heißt, es ist Zeit aufzustehen. Ich weiß auch gar nicht, ich habe mal irgendwann mit Felix darüber gesprochen, über seine Thumbnails oder so. Und dann hat er so mir erzählt von irgendeinem Video, was demnächst kommt. Und dann hat er so beschrieben und dann meinte er so, ja, und dann machen wir so auf die linke Seite, machen wir so einen riesigen Joint drauf oder so. Und auf der rechten Seite gucke ich dann halt immer so bekloppt, wie ich es halt immer mache. Und no joke, er macht das immer, ne? Er guckt immer so ultra weird, vor allem in diesem Shot. Übrigens Teil 2, schaut euch unbedingt auch den ersten Teil an. Herrlich, guten Morgen, wir haben kurz nach 6, das heißt, es ist Zeit aufzustehen und ich merke schon so leicht, wie... Er könnte eigentlich mal wieder zurück zum Podcast kommen. Das schwankt. Man hat schon wieder Zeit. Auch im Bad überall Griffe, damit man sich bei dem stärkeren Wellengang festhalten kann. Dann springe ich jetzt mal hier unter die Dusche. Ich muss sagen, ich habe mich jetzt schon... Stellt euch vor, die hätten so vergessen, sowas zu zensieren und hinten im Spiegel sieht man so seinen nackten Arsch einfach in so 7 Tage auf dem größten Containerschiff, einfach so random für so ein paar Frames. So richtig an das Leben hier auf dem Schiff gewöhnt. Aber der ist so richtig behaart, so crazy behaart einfach. Das wäre so nice. Ich weiß, okay. Früh aufstehen, ins Bad und dann geht's ab auf die Brücke zum Kapitän. So, moin. So langsam geht die Sonne auf und es wird immer heller. Kann man richtig schön beobachten. Sag mal, wo sind wir jetzt eigentlich gerade genau und wo fahren wir genau lang? Hier kann man sehen. Alter, Riesen-iPad. Da eine Runde Clash of Clans, what the fuck. Knoten unterwegs. Wie viel km/h sind das? 12 Knoten sind etwas über 20 km/h. Und wir sind... Da fühlt man sich wie so ein Warlord, wenn du da drauf Clash of Clans spielst, Bro, und du, weiß ich nicht, und du playst so die Elektrodrachen, Alter, holy shit. Moment. What the fuck. Französische Küste. Wir haben jetzt 7:30, das heißt... Darauf Clash of Clans. Den Witz habe ich gerade selber schon gemacht, Wilbo, du Arschloch. Es ist Zeit für Frühstück und ich gucke jetzt erstmal auf den Essensplan, was es denn heute alles so zu essen gibt. Okay, also heute gibt es zum Frühstück Porridge und Eier. Zum Lunch gibt es Cacio-Soup, keine Ahnung, was das genau ist. Schnitzel, zum Dinner gibt es Nudeln mit Schrimps. Wilbo? Das ist eigentlich alles ganz geil. Ich freue mich jetzt Wilbo auf. Lustiger? Bro, er hat denselben Gag, den ich gemacht habe, einfach nur geschrieben. Er hat nicht mal irgendeine Pointe oder so angepasst. Das war einfach genau einfach derselbe. Nein, er ist lustiger for real. Ja, gut, mein Fehler dann. So ein bisschen aus Frühstück, ganz ehrlich. Aber ja. Digga, sieht's. No joke ist besser als bei manchen Hotels. Ultra solid. Alles, was das Herz begehrt. Ich meine, das Einzige, was ich jetzt hier austauschen würde, wäre die Wurst gegen vegetarische Alternativen. Aber ansonsten, Bro, Junge, alles, was man braucht, Junge. Guck mal, die haben 6 verschiedene Marmeladen. Die haben Obst, Digga. Die haben Fruchtjoghurt, sehr wichtig. Die haben Frischkäse. Die haben sogar Schmelzkäse. Da liegt sogar Schmelzkäse. Dann das Allerwichtigste, Frischkäse, aber mit Kräuter. Das ist der bessere Frischkäse, wissen viele nicht. Viele Leute holen den normalen, das ist natürlich ein Riesenfehler. Frischkäse mit Kräuter ist der richtige. Bro, alles ist das Herz begehrt, Real Talk. Jetzt erstmal das Allerwichtigste, Kaffee. Das sieht doch auf jeden Fall schon mal gut aus. Ey, der mit Kaffeemaschine, what the fuck. Perfekt. Jetzt gleich werden hier die Wasserstrahler getestet. Was geht jetzt ab? Ach so. Ich bin sehr gespannt, weil die sollen richtig Power haben. Bruder, ich dachte, auf einmal Sea of Thieves, Junge, es greift irgendwie Wassermonster an, Junge, die müssen jetzt verteidigen mit Kanonen oder so. Die müssen offen sein, sind sie. Fangen wir mal mit vorne an, also hier S1. Von überall kommt Wasser hier. Das sieht schon crazy aus. Was machen wir gerade für eine Übung? Also was soll das Ganze? Das Schiff ist ausgerüstet mit Feuerlöschmonitoren. Das ist der Tatsache geschuldet, dass wir so viele Container so hoch am Deck stehen haben, dass im Falle eines Brandes wir vom Deck aus nicht mehr rankommen. Das heißt, mit einem normalen Feuerlöschschlauch, da erreichen wir einfach die oberen Lagen nicht mehr.
Aber das muss ja dann richtig oft passieren, oder? Also nicht oft, aber das muss ja, also da muss ja schon eine Wahrscheinlichkeit da sein, dass das passiert anscheinend. Weil für einen Notfall halt, ja, aber also, ja gut, okay, I guess. Ja, muss man halt auf Nummer sicher gehen, stimmt schon. Aber so, ich finde das schon crazy, dass man da so ein Wasser, dass es fest verbaut ist einfach, finde ich irgendwie krass. Aber gut, klar, muss wahrscheinlich, also muss ja. Ich meine, wenn du halt irgendwann am Arsch der Welt bist, kann ja nicht auf einmal ein Feuerwehrauto ankommen und das Ding mal immer löschen. Ja, nee, macht schon Sinn. Ich fand es nur krass, dass es irgendwie fest verbaut ist. Das heißt, mit einem normalen Feuerlöschschlauch, da erreichen wir einfach die oberen Lagen nicht mehr. Und deswegen haben wir sehr große Feuerlöschpumpen und Feuerlöschmonitore auf dem Schornstein, auf dem Funnel, auf dem Engine Casing beachtern und hier auf der Brücke. Ja. Und können alle Bereiche des Schiffes mit den Feuerlöschmonitoren erfassen und im Brandfall dann halt löschen. Ist das jetzt Meerwasser oder was für Wasser wird da genutzt? Genau, die pumpen 2000 Kubikmeter Meerwasser, das wird unten angesaugt, pumpen wir dann halt ja an Deck oder wo auch immer wir das dann brauchen. Ja, geil. Könnte man diese Wassersträhle jetzt auch gegen Piraten zum Beispiel einsetzen? Kann man natürlich auch. Sie dazu benutzen, das Schiff unattraktiver zu machen, einfach weil sehr viel Wasser von oben kommt. Natürlich ist das auch eine Option. Hast du Angst, dass es mal zu so einem Angriff... Das ist crazy, dass das echt eine Option ist. ...kommen könnte. Natürlich habe ich... Warum lachst du? Ja, aber ich stelle mir das so witzig vor, weil das ist wie so, manchmal gibt es so in so Spaßbäder gibt es auch so Wasserkanonen und dann stelle ich mir so vor, wie so ein ernstzunehmender Typ, der das so ausrauben will, dann da so 2000 Bar Strahlen in die Fresse bekommt. Das fand ich irgendwie gerade low-key lustig, okay? Fand ich lustig gerade. Da musste ich gerade dran denken halt. Aber ich glaube, so unrealistisch ist es tatsächlich gar nicht. Natürlich habe ich die Sorge und weiß, dass es passieren kann. Deshalb bereiten wir uns vor und deshalb bereite ich auch die Besatzung darauf vor. Für uns ist das Thema Piraten immer schon da gewesen, mal mehr, mal weniger. Es gibt halt Hotspots. Somalia war halt lange ein Thema, ist immer noch ein Thema. Aber Südamerika, Westküste Afrika, Ostküste auch stellenweise, ist halt kritisch. Da haben wir halt Procedures für. Zudem kommt noch dazu, dass unser Schiff sehr hoch ist und wir halt in der Regel jetzt nicht das Ziel der Wahl sind, weil wir einfach sehr schwer zu borden sind. In Sachen Houthis ist ein sehr aktuelles Thema. Das ist neu für die Seefahrt in dem Ausmaß. Die Konsequenz unserer Firma und von vielen anderen Houthis. Firmen ist einfach, dass wir im Moment nicht langfahren. Ich kenne nur Houthas. Das ist das, wo die da so auf Rollschuhen rumfahren und so knappe Outfits anhaben, die Girls. Aber was sind Houthis? Was ist das? Houthi-Rebellen? Du bekommst auch gar nichts mit. Ja, nee, ich bin bei manchen Sachen echt hinterm Mond, leider. I'm sorry, Bro. Bro, guck keine Nachrichten. Tatsächlich echt wenig, leider. For real, Kevin auf dem Mars sogar. Ja, leider. Das sind Terroristen anscheinend, okay. Und die haben keine Rollschuhe. Okay, danke auch nochmal fürs Aufklären. Danke, dann haben wir das jetzt auch nochmal geklärt. Gut, alles klar. Fände ich jetzt auch ein bisschen weird dann. Da sind wir halt darauf angewiesen, dass irgendjemand anders uns schützt, sprich das Militär. Und deshalb fahren wir im Moment ums Kap der guten Hoffnung, weil es einfach sicherer ist. Es ist im Moment nicht zu verantworten, da lang zu fahren. Aber es ist ja dann schon so eine gewisse Gefahr, die auch jetzt bei deinem Job dann irgendwie... mitkommen. Die Seefahrt an sich ist natürlich ein risikobehafteterer Ort als andere Orte. Natürlich bleibt immer das Grundrisiko, dass man halt keine Hilfe in der Nähe hat oft. Ne? Das heißt, man kann nicht 112 oder 110 wählen, sondern man muss dann halt erstmal selber klarkommen, bis man dann externe Hilfe bekommen kann. Das fand ich beim letzten Mal so krass. Die haben da so eine Arztstation und wenn die halt einfach so mehrere Seetage, wie sagt man das so? Also wenn die halt super weit weg sind einfach vom Land, dann müssen die sich so über FaceTime einfach da verarzten, Bro. Das ist so crazy. Stell dir vor, du hast da irgendwas Schlimmes und bist dann da einfach gefickt einfach. Sondern man muss dann halt erstmal selber klarkommen, bis man dann externe Hilfe über crazy. Bekommt. Jetzt geht's in den Maschinenraum, also den Ort, wo die Maschine steht, die uns antreibt. Ja, ich bin sehr gespannt. Also hier steht sie, die Maschine. Das ist crazy. Erst noch ein paar Stecker ziehen, ne? Hallo, guten Tag. Hallo. Aus was besteht der Maschinenraum genau? Also was sieht man hier alles für Gerätschaften? Also wichtigste hier im Maschinenraum ist unsere eine Hauptmaschine, die letztlich ja das Schiff antreibt. Dann stehen Alter, hier fünf Diesel für die Stromerzeugung und dann stehen die ganzen Systeme rundherum, die dazugehören. Kühlsysteme, Frischwassererzeugung machen wir hier. Wir haben hier eine kleine Kläranlage. Ja, eigentlich wie eine kleine Stadt, die völlig autark ist, weil wir alles hier irgendwie selber erzeugen und machen müssen. Wie genau funktioniert den Motor in den Mitsubishi-Tuner? Ja, wäre mega geil. Und dann hinten noch so den ganzen, so du kannst so den Kofferraum auch so nicht benutzen, weil da so Boombox drin ist. Wow, Traum. Und wenn du irgendwo parkst, wo so ein bisschen so Erhöhung ist, Bruder, du kommst immer so überall gegen, weil das so tiefgelegt ist. Wäre traumhaft. Der Motor. Könnte mir nichts Geileres vorstellen. Unsere Hauptmaschine ist und dann hinten, ja, oh mein Gott, stark. Und dann hinten noch so ein Sticker, Kind an Bord. Oh mein Gott, Digga. Ey, diese Kinder tun mir so leid, Bro, wirklich. Kind an Bord, Digga, Alter, wirklich.
Das ist wirklich, also Kind an Bord ist verrückt. Baby an Bord, frisch verheiratet, Junge, diese ganzen Sticker. Aber wirklich, der Endgegner ist er hier. Das habe ich schon tausendmal gesagt, aber es ist einfach die Wahrheit. In my opinion ist er der Auto-Endgegner. Es gibt nichts, was Autos uncooler macht als er. Bro, er ist der Allerschlimmste, Digga. Er ist der Allerschlimmste. Das ist so scheiße. Ich hasse das, Digga. Ein 11-Zylinder-Zweitakt-Diesel leistet 58.000 Kilowatt bei 74 Umdrehungen in der Minute. Wie viel Treibstoff verbraucht so ein Schiff? Unter Volllast können wir bis an die 200 Tonnen am Tag kommen. 200 Tonnen Öl am Tag zu verbrauchen, klingt ja jetzt nicht so besonders gut für die Umwelt. Okay, ist eine Steilthese hier von Tomatolix. Also wirklich eine sehr, sehr steile These, die er hier aufgestellt hat. Ist die Containerschifffahrt denn umweltverträglich? Von allen Methoden, große Mengen Fracht von A nach B zu bewegen, ist es die umweltfreundlichste unterm Strich, weil wir einfach mit diesem Brennstoff, den wir verbrauchen, sehr, sehr viel Fracht auf einmal bewegen. Natürlich wäre es am Ende für alle besser, wenn mehr, ich sag mal, lokal in Europa produziert wird und weniger jetzt zum Beispiel aus China importiert wird. Okay, muss man aber fairerweise auch sagen, das ist jetzt ja nicht die Schuld von den Leuten, die da arbeiten. Ne? Die machen ja einfach nur ihren Job. Ja, das ist ja ein viel größeres Problem. Das kann man ja jetzt nicht den Jungs da aufbinden, die da auf dem Schiff arbeiten, weil irgendwer muss es ja machen. Ne? Also muss man auch ganz klar sagen. Also, doch. Nein, der ist schuld. Nur er. Alle anderen ist auch cool, dass sie das weitermachen. Nur er soll aufhören damit, Bro. Dieser Typ, nur er. Naja, aber es ist halt, also, ja genau, also Konsumenten ist das Problem. Und ja, und die Leute, die halt so Stuff halt exportieren, in erster Linie. Ich glaube, das wird sich auch nie ändern. Ich glaube, es gibt keine Möglichkeit, alles lokal zu produzieren oder sowas. Ich glaube, das wird nie passieren. Ich glaube, das Einzige, was es wirklich als Möglichkeit gibt, ist, dass man irgendwas, dass irgendein unfassbar schlauer Typ oder eine unfassbar schlaue Frau kommt und einfach irgendwas entwickelt, Junge, was kein CO2 ausstößt. Und ich weiß nicht, ob das stattfinden wird irgendwann, aber lass uns hoffen, dass es passiert, Chad. Lass uns hoffen, dass es passiert. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm, weil der Klimawandel ist eh erlogen und komm, scheiß auf. Nicht so gutes Wetter ist und dadurch müssen wir ein bisschen langsamer fahren. Das ist ein Thema, Chad, das versteht ihr doch nicht, ihr Schlafschafe. Ja, das mit der Impfung erst war großer Quatsch natürlich, jetzt noch der Klimawandel. Hört mir auf. Don't get me started at the Klimawandel. Bruder, oh mein Gott, ey. Hinter dem Unwetter her und dadurch wird unsere Fahrt ein bisschen länger dauern. Wahrscheinlich 2 Tage. Das heißt, statt den ursprünglichen 5 Tagen, die wir geplant hatten, hier an Bord zu sein, werden jetzt einfach 7. Mindestens. Es ist wieder Zeit. In der Realität bringt Konsumeraktivismus wie Vegetarier sein nichts effektiv. Bro, da würde ich schon, das würde ich widerlegen. Also ich finde, das beste aktive Beispiel ist doch Rügenwalder Mühle gerade. Das ist doch so geil. Also Real Talk. Digga, die haben einfach keine Fleischprodukte jetzt mehr. Die machen nur noch vegetarische Sachen. Junge, das ist so crazy, finde ich. Das ist so geil. Oder zum Beispiel so Burger King ist halt auch ein gutes Beispiel. Ich meine, klar machen die das für Profit, aber das ist ja egal. Die machen es halt. Ob die das für Profit machen, ist scheißegal. Aber die haben ein riesiges vegetarisches Angebot, was echt solide ist. Und ich glaube, die haben jetzt irgendeine Aktion, dass alles irgendwie 10 Cent günstiger ist als das mit Fleisch. Und ich finde, das ist, machen die halt für Profit und für, damit das cool ist und so. Aber das ist trotzdem geil. Also Real Talk, das ist nice. Finde ich übelst gut. Also ich finde schon, dass das was bringt. Hatten hier an Bord zu sein, werden jetzt einfach 7 mindestens. Es ist wieder Zeit für Mittagessen und ich habe mir überlegt, diesmal gehe ich mal in der Kuhmesse essen, also da, wo die ganzen Arbeiter sind, weil mit meinem Anzug darf ich eigentlich eh nicht zur Offiziersmesse. Kartoffel-Erbsensuppe. Geil! Mit einem Würstchen und Knoblauchbrot. Sieht stabil aus. Und Vanillepudding als Nachtisch. Also ich habe schon gelernt, samstags gibt es immer einen Topf hier. Digga. Junge, schön, dass du am harten Arbeitstag so einen Eintopf fetzen. Check ich auf jeden Fall, finde ich geil. Hinter mir steht gerade die ganze Crew an, weil der Kapitän hat hier wohl alle 2 Wochen einen kleinen Laden und verkauft verschiedene Sachen. Was genau, das werde ich jetzt gleich hoffentlich herausfinden. Bro, was? So. Also, erzähl mir gerne mal, was ist das hier jetzt genau? Das ist unser Laden quasi. Wir nennen das Slop Chest. Hier können die Jungs einmal die Woche oder zweimal die Woche, je nachdem, wie es so ankommt und was sie brauchen, einkaufen. So ein Landgang klappt nicht immer.
Und da ist dann wichtig, dass die Leute halt alles, was sie brauchen, halt hier bekommen können. Das wird dann. Haben die da auch irgendwas so zum Schwanz abwichsen und so? Halt vom Lohn abgezogen, wenn man sich hier einen Ritter Sport kauft oder einen Chip oder so. Was kostet so eine Stange Zigaretten zum Beispiel? So eine Stange. Also muss man ganz klar sagen, da war alles sehr gut aufgefüllt. Die Kippen sind auffällig leer. Also Bro, da ist wirklich fast keine mehr drin bei der rechten, Junge. Das Ding wurde schon gut ausgeraubt, auf jeden Fall. Zigaretten liegt so bei 25 Euro. Und die Marlboro Rot kommt auf jeden Fall auch besser an als die goldene. Okay. Und so eine Tafel Schokolade, wo ist man da? Rund um 1,10 Euro oder 1 Euro, irgendwo da liegt. Dann würde ich sagen, schaue ich mich mal ein bisschen um, was ihr hier so habt. Boah. Oh, Rasierer, bisschen Goldkern Bier, so bisschen lecker. Wein, Mikrowellenpopcorn. Und wie kommt es, dass du jetzt als Kapitän da... Bro, 25 Euro, ja, aber ist ja eine Stange, oder? Ist ja nicht eine Packung. Wie viel ist eine Stange kippen? Ich habe nie geraucht, keine Ahnung. 10 Schachteln, Bro, das ist doch dann turbo günstig. Also so insane günstig für Kippen. Das wäre ja dann 2,50 Euro pro Schachtel, Bro. Was kostet eine Schachtel Kippen gerade? 6 Euro oder so? 8 Euro? Bro, holy shit. Ich finde es übrigens geil, dass wir es hinbekommen, dass Zigaretten überall in ganz Deutschland gleich viel kosten, egal wo man ist. Wir kriegen es aber nicht hin, dass Wasser überall gleich viel kostet. Wie kann es sein, dass stilles Wasser, Bruder, bei allen Männern checke ich ja, aber bei stillem Wasser, wie kann es sein, dass die Scheiße 6,50 Euro teilweise kostet? Bruder, hat Veni, glaube ich, letztens einen Tweet zugemacht, fand ich sehr sinnvoll. Bruder, Wasser sollte einfach überall gleich viel kosten. Das ist so ein Ultra-Quark, Alter, ich das so hohl. Dafür zuständig bist hier, dass den Kiosk... Oder nee, Niklas war es, glaube ich, der es getweetet hat. ...zu schmeißen. Ich mache es einmal ganz gerne. Ja. Ich meine, wo kommt man sonst dazu, mal so einen kleinen Laden zu leiten? Das ist das eine. Der Stuart macht es sonst oft. Mir macht es Spaß und er hat ein bisschen weniger Arbeit. Das passt ganz gut. Dann würde ich noch eine Kiste Astra nehmen. Digga, was hat denn er noch vor, Junge? Bruder, er hat sich, was hat er geholt? Kinder Bueno, Duschgel, Gummibärchen oder was ist das, so UFOs oder so, Zahnpasta und so eine Kiste Astra Bier, Junge. Was hat Tomato nix vor, Bro? Mal Bueno, einmal Duschgel, Nivea, Sprite und ja, hab ich. Schönen Abend. Ja. Also ich habe ganz gut eingekauft. Also auf dem Schiff jetzt hier ist das krank. Ein bisschen geshoppt. Wenn man sich das Ganze hier so anschaut, ist es. Aber wahrscheinlich für die Crew, wahrscheinlich für seinen Kameraguy und so. Beeindruckend, was für ein Aufwand betrieben wird, nur damit wir später im Supermarkt irgendwelche Dinge kaufen können. In vielen dieser Container sind Lebensmittel. Placement. Da ist es echt schade, ja, dass einige davon im Endeffekt im Müll landen werden. Ein Drittel aller global produzierten Lebensmittel werden nämlich weggeschmissen. Oft, weil die Saison vorbei ist, es Schönheitsfehler bei der Verpackung gibt oder sie nicht mehr so lange haltbar sind. Solche Produkte bekommt ihr bei Mutatos, dem Sponsor des heutigen Videos. Die kaufen nämlich zum Beispiel saisonale Produkte, die nach den Feiertagen übrig... Bro, noch nie hat jemand so eine Reaction aufgepumpt, als er diese Kiste aufgemacht hat. Also es hat sich safe mal jemand gefreut darüber, aber noch nie hat jemand diese Reaction aufgepult, Bro. Die kaufen nämlich zum Beispiel saisonale Produkte, die nach den Feiertagen übrig geblieben sind, auf und verkaufen sie günstiger an euch weiter. So könnt ihr nicht nur Lebensmittel retten, sondern auch eine Menge Geld sparen. Und durch die Saisonalität verändert sich das Angebot von Mutatos ständig, also lohnt es sich immer mal wieder bei Mutatos vorbeizuschauen. Mit dem Code TOMATOS18 erhaltet ihr 18% Rabatt auf eure nächste Bestellung bei Mutatos. Der Code ist bis Ende des Monats gültig. Also checkt Mutatos gerne mal aus. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ich bin jetzt mit Dominik verabredet, um eine Runde Tischtennis zu spielen, weil der hat jetzt ein bisschen Freizeit. Mal gucken, wie das funktioniert, weil gerade das ist schon so ein bisschen... Ja, das war krass jetzt mal, falls ihr das erste Video nicht gesehen habt, das war überheftig. Die haben da auch so einen Raum, wo die so Tischtennis zocken können. Was haben die da noch? Die haben noch irgendwas. Die hatten einen Basketball-Court, Bro, war überkrass. Vielleicht spielt man das auf den Karten. Ah, mein. Da bist du ja. Jo, sehr gut. Gym, ja, gut. So, ein Pool hatten die. Kleines Tischtennis. Karaoke-Bar. So sieht das aus. Ich habe schon richtig lange nicht mehr gespielt. Ich verkacke jetzt wahrscheinlich richtig. Oder ich spiele wie bei der Oma. Von wann bis wann arbeitest du jetzt in der Regel? Und wann hast du dann frei? Also im Moment bin ich so klassisch. Das war wirklich das beschissenste Tischtennisspiel, was ich je gesehen habe. Das heißt, ich fange halt morgens um 6 Uhr an. Und arbeite dann mit Pausen zwischendurch so bis abends 5, 6, 6. Also das heißt, wie viele Stunden arbeitet man dann so am Tag? Also 10 Stunden ist ein ganz normaler Arbeitstag. Kann eben durchaus auch mal bis zu 12 oder 14 Stunden sein. Wie viele Tage bist du jetzt hier auf dem Schiff? Ich meine, das verschiebt sich natürlich immer mal, weil das Schiff auch mal später ankommen kann. Aber geplant bin ich jetzt hier erstmal für 3 Monate an Bord zu sein. 3 Monate am Stück bist du hier auf dem Schiff? Genau. Das ist ja schon ein ganz schön langer Zeitraum, oder? Alter. Auf jeden Fall. Also die Zeit zieht sich, dabei ist es tatsächlich noch gar nicht mal ein so langer Zeitraum. Also es
auch 4 Monate oder so, kommt nicht selten vor. Und die philippinischen Kollegen, die sind sowieso 6 bis 8 Monate an Bord. Alter, what the fuck? Ein Großteil irgendwie seiner Zeit oder auch seines Lebens letztlich, wenn man an Bord arbeitet. Ist das dann nicht irgendwie so schwierig für dich? Also wie wirkt sich das dann so auf dein Privatleben aus? Ja, man braucht natürlich irgendwie eine Partnerin oder einen Partner, der das halt mitmacht, gar keine Frage. Beide müssen halt irgendwie auch damit klarkommen vom Kopf her, dass man... Normaler Tag als Landwirt 12 Stunden plus. Sorry, der Jim, der Typ soll mal nicht rumheulen. Real Talk, Landwirte machen 12 Stunden und mehr. Das ist ganz normal bei Landwirten. Das heißt, er sollte die Fresse halten. Mein Junge, ja, ist, also ich check ja, aber so, es ist trotzdem ultra viel, what the fuck. Also ich finde, 10 bis 12 Stunden Arbeit, keine Ahnung, wie anstrengend das ist, aber ich finde, so mental finde ich das crazy. Also mir hat schon zwei Wochen da in der Wildnis gereicht, damit mit Dominik bei Seven vs. Wild. Ich wüsste nicht, wie 3 Monate auf einem Schiff wären, Alter. Das stelle ich mir so scheiße langweilig vor. Was macht man da den ganzen Tag? Also gut, halt arbeiten, I guess, aber so... Kannst du jetzt auch nicht jeden Tag da was machen, oder? Also was machen die da den ganzen Tag? Real Talk, die fahren doch einfach nur rum. Aber wahrscheinlich ist es weitaus mehr. Ich weiß nicht, ob die darauf schon eingegangen sind. Vielleicht gehen die da auch drauf ein. Da gerechnet den Partner ein halbes Jahr halt nicht sieht. Zu Hause geht halt irgendwie das Leben weiter. Ist auch nicht ungewöhnlich, dass tatsächlich auch an der Seefahrt Beziehungen oder auch Ehen mal scheitern. Gibt's da WLAN? Safe, würde ich schon sagen. Also ich bin mir zu 100% sicher, dass die so Satelliten-Internet haben oder sowas. Aber es wird halt, also es sind halt... Keine Ahnung, ich habe vergessen, wie viele Leute da drauf arbeiten, aber es wird auf jeden Fall wahrscheinlich nicht mega crazy gut sein. Ich stehe hier gerade auf der Brücke, da vorne ist der Sonnenuntergang, es läuft so ein bisschen Musik. Und ich muss sagen, das ist schon irgendwie ein Vibe, also irgendwie gefällt mir das. Ich kann mir schon gut vorstellen, einfach, ja, auch wenn man hier so komplett alleine ist, einfach, man fährt so sein Schiff auf dem Ozean und mit irgendwie ein bisschen Musik dabei. Also das ist schon ganz geil. Fehlt dir irgendwas hier so auf dem Schiff? Klar vermisst man Leute oder vor allem halt den Partner oder sein Zuhause oder die Dinge, die man gerne macht, die Sachen, die man gerne isst, wenn man irgendwie sein Lieblingsrestaurant, was auch immer. Boah, das ist ja auch noch krasser, ne? Daran habe ich noch gar nicht gedacht so richtig. Das ist ja noch heftiger als so, wenn man zum Beispiel Pilot ist oder so, da ist man ja auch viel unterwegs. Oder es gibt ja manchmal so Leute, die so mal für 2 Wochen Geschäftsreise machen und dann wieder da sind. Digga, der Typ ist einfach 4 Monate manchmal nicht zu Hause und sieht dann den Drachen wieder, Junge. Nach 4 Monaten, boah, das ist ja crazy. Kein Bubble Tea. Digga, ja, also super geil hier, aber ein Bubble Tea Laden wäre doch mega töfte, wenn die das noch reinballern. Diese Dinge, man vermisst es auch. Da brauche ich die 4 Monate Schiff nicht. Wenn man Weihnachten nicht zu Hause feiert mit seiner Familie oder seinen Geburtstag oder den von Freunden. Auf der anderen Seite lernt man halt diese Dinge viel mehr zu schätzen. Wenn man sagt, ach, na ja, jetzt muss ich irgendwie Weihnachten zu meiner Familie fahren, dann sage ich halt, nee, wir können froh sein, dass ihr Weihnachten zu eurer Familie fahren könnt. Ich sag mal, hier hat man auch hin und wieder mal Zeit zum Nachdenken. Da sage ich dann, nee. Dass man halt sagt, okay, die Dinge, die mir wichtig sind, fallen einem dann erst auf, wenn man sie halt nicht mehr hat. Man kann nicht überall dabei sein, aber wenn man da ist, dann ist man halt auch voll da. Ich sag mal, man kann sich ja mal ausrechnen, wenn ich jetzt morgens um 8 ins Büro gehe und ich komme abends um 8 wieder, muss dann noch einkaufen, Wäsche waschen und so weiter, wie viel habe ich denn dann vom Tag? Was mich interessieren würde, ich hoffe, das klärt ihr gleich noch, wie viel man, wenn man nach diesen 4 Monaten da war, dann frei hat. Also weil das wäre ja auch voll interessant. Wenn man dann als Beispiel, jetzt mal übertrieben gesagt, 2 Monate frei hätte, wäre ja voll geil sogar. Gehe mal davon aus, wird nicht so sein, aber wäre ja ziemlich cool. Ein Wochenende, Digga, imagine, ein Wochenende und direkt wieder 4 Monate Ruff. Schön Ruff auf die Karre, Alter, und dann weiter gucken, schön mit 20 km/h. Oh, oh. Wenn ich zu Hause bin, dann habe ich wirklich komplett frei. Wirkt sich die Arbeit hier denn auch irgendwie auf die Psyche aus? Also merkt man, dass man irgendwie manchmal sehr einsam ist? Ich würde sagen schon, ein Stück weit. Ob man sich halt einsam fühlt oder nicht oder ob das halt Spaß macht oder nicht. Ist eigentlich wie in jedem anderen Beruf auch, es steht und fällt halt mit der Crew. Wenn die Besatzung cool ist, die man Crew hat Leute, mit denen man sich an Bord gut versteht, dann macht das super viel Spaß. Wenn man natürlich manchmal Leute hat, mit denen man sich nicht so gut versteht oder die Reise ist anstrengend, ist das halt manchmal nicht so eine schöne Reise. Auf der anderen Seite kann man halt sagen, naja Gott, in 2 Monaten bin ich eh zu Hause und dann bin ich die Leute wieder los. Wenn man jetzt einen unangenehmen Chef oder einen unangenehmen Arbeitskollegen in einem normalen Job hat, True. Dann muss man halt warten, bis einer geht, in der Regel. Also heute ist der Wellengang richtig heftig. Man merkt die ganze Zeit, wie alles so hin und her schwankt. Und es fühlt sich so ein bisschen an, als würde man irgendwie so Achterbahn fahren, so hoch und runter. Nein, sie haben mich. Das ist schon verrückt. Der Aufzug fährt gerade auch schon, weil es einfach zu krasse Wellen sind. Das Rumlaufen fühlt sich so ein bisschen Nein, an, als wäre man betrunken irgendwie. Alles schwankt so ein bisschen. Okay. Eigentlich sollten wir morgen schon in Algeciras ankommen. Durch das Unwetter werden wir aber noch mal ein paar Tage länger brauchen.
Bro, ich sag ehrlich, das war auch mega geil für also Tomatolix. Er hat einen Zweiteiler daraus gemacht und der Titel 7 Tage auf einem Containerschiff klingt auch viel cooler als 5 Tage. Das war ultra der Win. Ich glaube nur, es wird jetzt mega stressig und sehr stürmisch, aber wir gucken mal. Morning. Aber es gibt French Onion Soup. You win some, you lose some. Yes, please. Good morning. Heute zum Frühstück gibt es Pancakes und ja. Und Nutella, oder? Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr so genau, was für einen Tag wir haben. Irgendwie verschwimmen hier so die Tage, alles geht so ineinander über. Hier ist einfach jeder Tag gleich. Ich bin ja jetzt gerade mal eine Woche hier. Ich stelle mir das so unfassbar krass vor, wenn man jetzt hier 3 Monate oder sogar 8 Monate am Stück lebt. Und das Ding ist halt auch, dass man hier nicht so mega viel machen kann. Also es gibt nicht so mega viel Tageslicht. Man kann mal irgendwie rausgehen, dann sieht man Meer und Sonne, wenn man Glück hat. Ansonsten ist man hier drin. Also selbst von meinem Fenster aus. Digga, nee, ist ja mega geil. Schön in Container. Ich halt Container, mehr nicht. Ich fühle mich schon so ein bisschen gefangen hier auf dem Schiff. Ich glaube, auch wenn du halt rausgehst, Junge, ist halt turbo laut, oder? Also so ein Schiff ist doch safe nicht leise. Es wird doch dumm laut sein. Also ich glaube, das ist auch draußen nicht so crazy chillig. Ich frage mich wirklich, ob das nicht was mit der Psyche macht, wenn man hier 3 Monate oder sogar 8 Monate am Stück auf dem Schiff lebt. Ja, 8 Monate. Nicht nur rummeckern. Das ist eine super interessante Erfahrung, also super krasse Eindrücke. Aber ich will euch einfach nur mal teilhaben lassen, dass das auf Dauer dann doch auch irgendwie so ein bisschen bedrückend ist. Also es ist jetzt hier keine Kreuzfahrt oder so, sondern es ist schon Leben und Arbeiten auf einem Containerschiff. Wurde gerade ein Alarm ausgelöst. Und okay, dann mache ich das jetzt, wie ich das gelernt habe und die Sachen raus. Also Schwimmweste und Schutzanzug. Okay. Digga, was? Firefighters ready. 2-4 minutes remaining for you. 2-4 minutes. Also das Ganze ist natürlich kein echtes Feuer, sondern wir machen hier gerade eine Übung. Das heißt, die beiden üben gerade, den Waschsalon in dem Fall zu löschen. Ist natürlich so ein bisschen lustig, weil hier ist jetzt kein Wasser auf dem Schlauch und die Schauspielern das so ein bisschen. Aber natürlich sehr wichtig, dass man sowas übt, dass man wirklich auf jeden Ernstfall vorbereitet ist. Warum macht man so eine Feuerübung? So eine Feuerübung macht man, weil Feuer natürlich jederzeit ausbrechen kann hier. Wir müssen halt damit selber umgehen können. Das heißt, wir können nicht die Feuerwehr rufen, wenn wir auf hoher See sind. Deshalb ist unsere Intention halt, sowas so schnell wie möglich zu melden, so schnell wie möglich zu bekämpfen. Weil so ein Feuer am Schiff, das ist das, was der Seemann am meisten fürchtet, weil es sehr, sehr schnell sich entwickelt und sehr, sehr schnell ausbreiten kann. Und deshalb Feuervermeidung und dann halt so schnell wie möglich bekämpfen, wenn man mal eins hat. Ich kann es nur noch mal wiederholen, was ich im letzten Video schon gesagt habe. Ich finde, das ist so ein Thema, ich hätte mich selber, hätte Tomatolix dazu kein Video gemacht, niemals damit beschäftigt, Digga, und mir nie irgendwas reingezogen, weil man so denkt, ja, okay, wie spannend kann es halt sein? Aber es ist wirklich, es ist Real Talk ein geiles Thema einfach. Es ist voll interessant, Bro, da passieren Sachen, von denen habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Voll okay, geil. We will enter now the boat. Zum Beispiel richtige Arbeit. Alright, weiter geht's. Okay, Feuer. Jetzt geht's ins Rettungsboot. Was ist das Besondere an den Rettungsbooten? Wann werden die eingesetzt? Wenn ich dann irgendwann entscheiden muss, dass wir das Schiff verlassen, weil es auf dem Schiff gefährlicher ist als im Rettungsboot, dann haben wir halt auf jeder Seite eins von diesen Booten. Deshalb muss das halt auch geübt werden. Es ist natürlich Proviant drin, der geht irgendwann zur Neige. Es ist Wasser drin, das wird dann sofort rationiert. Also man kann schon einige Zeit im Rettungsboot aushalten. Wenn man Glück hat und es regnet, kann man auch Wasser gewinnen im Boot. Wir haben diverse Möglichkeiten, Notruf auszulösen. Mit der Position und dann wird halt um die Position gesucht. Die Schiffe drumherum fangen an, uns zu suchen. Hapag-Lloyd kriegt da auch eine Nachricht, wenn sowas passiert. Wir haben auch. Trinkt doch das Wasser unter euch. Digga, real talk, so dumm, ne? So, Digga, ihr seid da überall, ist doch Wasser, Junge, ihr seid so dumm. Dabei, das heißt, real talk, klassischer Anfängerfehler. Positionen durchgeben. Also, wir haben schon einige Möglichkeiten, um den Suchenden und das Leben zu erleichtern und zu finden. Crazy, eine richtige Evakuierungsübung. Das hat mich ja so ein bisschen an so Seven vs. Wild oder so erinnert. Aber hätte Fritz ich auch hoffe machen mal, dass können. Wir das die nächsten Tage nicht brauchen werden. Hast du so einen Schiffbruch denn schon mal erlebt? Ich nicht. Ich habe einen Kollegen, der das schon mal erlebt hat, dass er andere retten musste, die halt aus ihrem. Von ihrem Schiff runter mussten, weil es wirklich auseinandergebrochen ist danach. Mein Kollege und die Crew haben dann die Schiffbrüchigen aufgenommen.
und zum nächsten Hafen gebracht. Also, wir befinden uns jetzt hier auf dem Containerschiff in der Karaoke-Bar und ich werde jetzt hier mal Karaoke singen. Bruder, also ich habe wirklich mit vielem gerechnet in diesem Video, aber das habe ich nicht erwartet, Bro. Das ist crazy. Also das hier ist so, ja, anscheinend eine Freizeitbeschäftigung. Das wollte gerade geholfen. Thank you very much for helping. You're welcome. 9, 2. Ist mir jetzt schon unangenehm vor einer Person. Okay, nein! Bro. Ich habe wirklich mit vielen in diesem Video gerechnet, aber nicht damit. Aber ich glaube, die haben das wahrscheinlich, weil das im asiatischen Bereich einfach crazy beliebt ist, ne? Und anscheinend haben die viele Leute aus Asien da. Hey, you gotta listen and save me. And after all, you're my wonder. Marshall schläft gerade im Nebenzimmer. Perfekt. Oh, das Partylicht ist an und jetzt singt der Nächste. Es gibt immer diesen einen Typen, der übertreibt. Bruder, fuck doch nicht ab. Fuck doch nicht ab, Digga. Wir singen alle wie die letzten Bastarde. Du musst jetzt nicht mal we caught in heaven, oh! Bro, chill. Es ist super unnötig. Bruder, sing einfach wie alle anderen, Digga. Es nervt so krass. Es sind auch immer, normalerweise, ich sag ehrlich, es sind immer die Mädels. Du hast immer so ein Mädel mit in der Gruppe dabei, der so sagt, ah nee, ich trau mich nicht, ich will nicht. Die musst du auch so erst mal reden, dass die so, doch komm, komm Maria, komm mach das mal. Nee, ich weiß nicht, we go in heaven, oh! Bro, so abfuck, die ruinieren für mich jeden Karaoke-Abend. Das ist so eine Scheiße, ich hasse das. Einfach neidisch. Also ich glaube, die Leute machen sich hier schon eine gute Zeit. Und wenn es ist, eine Runde Karaoke zu singen. Mir ist aufgefallen, geil, dass es hier auf dem Schiff irgendwie schon so zwei Klassen gibt. Also einerseits gibt es die Offiziere, die haben so ihren eigenen Essensbereich und bekommen ihr eigenes Essen und arbeiten so 3 Monate hier auf dem Schiff. Und auf der anderen Seite gibt es die normalen Arbeiter, sag ich mal. Das sind hauptsächlich Filipinos und die haben so einen anderen Essensbereich, der ein bisschen einfacher gehalten ist. Die bekommen anderes Essen und die arbeiten... Boah, das sah aber geiler aus. Realtalk, das sah geiler aus, das Essen. Hier 6 bis 8 Monate. Und irgendwie scheint das für alle hier komplett normal zu sein, aber für mich als Außenstehenden wirkt das schon irgendwie so ein bisschen komisch. Ja, ja, also vielleicht spreche ich nochmal mit dem einen oder anderen, um so ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Wir haben 2 Blöcke, sag ich jetzt mal. Einmal Europäer, das sind bei uns in diesem Fall jetzt viele Deutsche, viele polnische Kollegen. Wir haben Kroaten, Litauen, Letten, Schweden, Holländer, alles Mögliche. Auf der anderen Seite sind es philippinische Kollegen, das heißt Offiziere, Ingenieure, und auch reguläre Crew, halt der Chefkoch oder der Bootsmann. Woher kommt es, dass gerade so viele philippinische Arbeiter hier an Bord sind? Die Philippinen haben eine sehr lange und sehr große Seefahrertradition. Das heißt, die machen das schon sehr lange und sind sehr gute Seeleute. Außerdem passt es sehr gut, sind sehr freundliche und nette Kollegen. Es sind halt sehr viele katholisch-christliche Kollegen dabei. Das heißt, Ostern, Weihnachten, das passt sehr gut übereinander, was natürlich den Arbeitsalltag erleichtert, wenn wir an denselben Tagen frei haben sollen und müssen. Wie kommt es, dass gerade so die unteren Ränge, sag ich mal... Ich habe auch das Gefühl, es hat mit Lohn zu tun, aber ich weiß nicht, ob das der Fall ist, aber wahrscheinlich schon. Also ich glaube, das wird ein sehr großes Lohnding sein, die werden wahrscheinlich ein bisschen günstiger sein, gehe ich mal stark von aus. Spoiler. nee, weil die nett sind. Ach so, ja, true. Ja, deswegen ist mein Vater auch immer nach Polen gefahren, weil die Kippen, Leute, die das da verkauft haben, die haben die Kippen ein bisschen netter verkauft. Weiß ich noch, damals. Classic. Ich glaube, das ist ein klassischer Fall von, da wird eine, also damit wir unseren Standard hier leben können, wird ein anderes Land exploited, also so ausgenutzt mäßig, ne? Kapitalismus! Yeah! Ich liebe Kapitalismus! Von den philippinischen Arbeitern besetzt werden? Wir stehen natürlich im internationalen Wettbewerb mit vielen anderen Reedereien weltweit. Und es ist also auch ein Stück weit eine Kostenfrage. Auf der anderen Seite nehmen die Filipinos das sehr gerne wahr, weil es für... Sagt der Millionär, ja, ich habe mir das ja nicht ausgesucht. Ganz ehrlich, hätte ich mir das aussuchen können, Chat Real Talk, dann würde ich den 3000 Euro Netto-Job nehmen natürlich. Ey, Leute, wir sind aber die Hände gebunden, Digga, was soll ich machen? Leute, was soll ich machen? Wir sind die Hände gebunden. Wir sind da die Hände gebunden, leider. Halt's Maul. Sorry. Oh, Mann.
Du weißt schon, dass sie den Job freiwillig machen. Die bekommen in Philippinen wahrscheinlich noch weniger. Ja, aber das heißt ja nicht, dass es unbedingt trotzdem geil ist, so wie es ist. Also, weißt du, ich meine, aber das kann gut sein, ja. Das kann auch sein, dass es halt wahrscheinlich, also vielleicht ist es auch für die super gutes Geld, weil in Philippinen alles mega günstig ist oder so, ich weiß nicht. Kann ich nicht so ganz einschätzen. Er denkt, 3K netto ist wenig. Nee, 3K netto ist ultra viel, oder? Schon sehr viel sogar. Ich meine, was ist das Brutto? 4,5 oder so? Das ist doch so crazy. Und ist es also auch ein Stück weit eine Kostenfrage. Auf der anderen Seite nehmen die Filipinos das sehr gerne wahr, weil es für sie eine wunderbare Methode ist, gutes Geld zu verdienen, indem sie halt bei uns einsteigen und es immer auf einem, wie du sagst, etwas niedrigeren Rang anfangen und sich dann über die Jahre peu à peu hocharbeiten, bis sie dann hier bei uns Offizier oder Ingenieur sind dann. Hi. Hi, hello. I'm Chief Cook, Jibin Sokenyo. Hi. What's your job here on the ship? My job here is cooking. Ja, Essen machen, oder? Foods for the crew. We have some European and Filipino, Asian foods. Why don't everybody eat the same food? Because European like some variety. They don't like some Asian foods. And also Asian foods is like Filipino. They don't like also some other foods of European. Every day more work for me, but it's okay. It's a part of my job. Why did you decide to work on a ship? To be honest, Wie kann Englisch so schlecht sein? Ja, ich glaube, in Asien, also ich war zweimal in meinem Leben in Vietnam und da sprechen die Leute auch wirklich grauenhaftes Englisch. Man darf nicht vergessen, wir wachsen damit auf, ne? Wir wachsen, also wann hat man Englisch, Digga? Zweite Klasse oder so? Das hat man ja so früh schon. Achso, das von Tomatolix, achso. Wir gucken weiter. I didn't dream to work at ship. I work here Klasse, okay. For my family. For a long times, I love working also in the ship because I go around traveling in other countries yeah. For free and meeting other people. So for now, I love working in the ship. How much time do you stay on the ship? I have 8 months contract here. What yeah, do you think okay. About the other workers from Europe who? Aber mein Englisch ist auch mega arsch. Only works like 3 months. Is this not a little bit unfair? For me, and most of Filipino also, they like long because they need financial support for the family. My mother and my father, they are my everything, my happiness. And what they like, I buy them because they are too old already. How's the salary here? It's very big amount okay, already in the Philippines. You can buy everything there in the Philippines. Yo! Also, es macht es auf jeden Fall um weites cooler für die Leute da, ne? Oder moralisch vertretbarer. Das darf man halt auch nicht vergessen, ne? Andere Länder sind halt günstiger. So. Es ist Win-Win am Ende des Tages. Man kann sich drüber streiten. Es ist trotzdem ein Exploit auf jeden Fall, aber es ist ein Stück vertretbarer geworden. Wir sind fast am Ziel und wir fahren jetzt gerade durch so eine Stelle auf dem Meer, wo auf der einen Seite Marokko und auf der anderen Seite Spanien ist. Also so super dicht beieinander. Wo ist das Exploit? Naja, man nutzt ja dann schon. Also, das Ding ist, Bruder, ich bin jetzt nicht der übelste. Ich habe jetzt nicht VWL studiert, weißt du, ich meine? So, das ist jetzt meine super leihhafte Sicht auf die Welt. Aber du payst deine Mods auch nicht. Oh, wir machen schnell weiter. VWL, man, keine Ahnung, also irgendwas mit Wirtschaft halt meine ich einfach, Jungs. Ihr checkt, was ich meine. Ich habe einfach irgendeinen Wirtschaftsstudiengang gesagt. Ich habe nichts mit Wirtschaft oder irgendwas in diese Richtung studiert oder irgendwas mit Sozialweltanschauung, bla bla bla, you know? Habe ich irgendwas mit Politik oder so? Ich habe das nicht getan. Okay, einer schreibt einfach NFL, yo, GG. You know, damit habe ich nichts am Hut. Aber man nutzt ja trotzdem ein Land sozusagen, also man nutzt ja, dass die Leute da günstiger sind einfach. Also damit wir so gut leben können, das ist ja ein allgemeines Problem auf der Welt, dass wir so gut leben können in Europa, wird quasi, damit bei uns Dinge auch, also damit wir quasi hier gutes Geld verdienen, aber Dinge trotzdem nicht crazy teuer sind, dafür nutzen wir andere Länder aus als ein allgemeines Problem. Ich kann es gerade nicht in einen guten Satz packen, aber das ist ein Problem, was existiert auf jeden Fall. Und das ist ja trotzdem vorhanden dann, you know? Ich habe nie gesehen. Das sieht schon beeindruckend aus, ganz ehrlich. Einer schaut rein, du gehörst zu den Top 10% Verdienern in Deutschland. Mega geil, Digga. Das hat gerade ultra zur Diskussion beigetragen, Dog. Mega nice. Let's go. Mega stark, Bro. Super, haben wir bitte. Es ist jetzt endlich soweit und wir können anlegen. Ich merke schon, es ist auf jeden Fall ganz schön stressig hier oben auf der Brücke. Da muss viel kommuniziert werden. Und ich glaube, dadurch, dass jetzt gerade Nacht ist und alles dunkel ist, macht den ganzen Prozess auch nicht gerade einfacher. Da vorne ist der Hafen und da müssen wir jetzt irgendwie reinmanövriert werden. Ist, glaube ich, schon ganz schön schwer, so ein riesengroßes Schiff einzuparken.
Jetzt gehe ich ja gleich nach über einer Woche hier auf dem Schiff von Bord. Wie geht's für euch weiter? Wir werden jetzt hier etwa 20, 22 Stunden brauchen, bis wir mit Löschen und Laden fertig sind. Sobald das getan ist, werden wir dann... Mit Löschen? Was meint ihr damit? Was für Löschen? Achso, den Durst. Digga, den Durst, oder? Wahrscheinlich wird er das meinen. Oh, ist ein Bierchen saufen. Einfach abladen, okay. Ja, knapp einen Tag werden wir hier ablegen und uns dann auf die Reise nach Singapur machen. Da werden wir diesmal ums Kap der Guten Hoffnung, also einmal um Afrika rumfahren. Wir werden dann die Ladung löschen, ja, fast einen Monat unterwegs sein. Junge. Okay, ja, dann vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr mich die Woche mitgenommen habt. Ja, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. So eine Scheiße. Okay, es ist soweit. Nach über einer Woche auf dem Containerschiff geht's wieder runter. Oh mein Gott, muss ich mich so gut anfühlen. Ich bin froh, dass ich das Ganze jetzt hinter mich gebracht ja, habe. Check ich. Ganz ehrlich, das war schon eine lange Zeit und deutlich länger als geplant. Ich war jetzt knapp 10 Tage hier auf dem Schiff. Ursprünglich sollten es mal 3 sein. Ich stehe wieder auf festem Boden. Ist das geil. Ha, geschafft. Ey, wenn man jetzt mal von unten hochschaut, sieht man einfach, Alter, wie riesig what the fuck, ja, Mann. Darauf waren wir die ganze Zeit. Die Seefahrt ist auf jeden Fall eine ganz eigene Welt und man muss wirklich der Typ dafür sein. Aber ich glaube, dann kann das schon ein erfüllender Job sein. Vielen Dank auf jeden Fall an Hapag-Lloyd und die ganze Crew der Hanoi Express, die mir hier wirklich alles gezeigt haben. Hier geht's zu einem weiteren Video von mir. Abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Ah, geil, ja, der erste Teil davon. Super, den ziehe ich mir jetzt nach dem zweiten Teil direkt nochmal rein. Ne, ist wirklich ein sehr geiles Video gewesen. Real Talk. Also, Tomatrix immer am Abliefern. Der Bruder chokt fast bei keinem Video eigentlich. Fand alles bis jetzt geil. Gutes Video, guter Channel. Ein verdammt gut aussehender Mann. Geil.